Hey und mein Freund, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Until Dawn. Und wir sind hier immer noch auf der Flucht vor dem Killer. Mit Sam unterwegs hier. Sollen wir uns verstecken? Wir verstecken uns. Nicht bewegen. Fuck! Nochmal Glück gehabt. Tja, das lief ja offenbar nicht so ganz nach Plan. Hab ich recht. So reiflich brillant geplant und doch im Schlüsselmoment alles vereitelt durch deine Unzulänglichkeiten. Ich sagte, alles, was du tust, hat Konsequenzen. Glaubst du, dieser Fehler hätte keine Auswirkungen? Was du tust und was du sagst, lässt die Dinge sich ändern. Ja, all der Fortschritt beim Erforschen des Ursprungs deiner Angst. Und du setzt ihn einfach zum Schlechten ein. Deine überwältigende Angst vor Dingen, die tot sind. Du hast sie gegen die Menschen gerichtet, die du so verzweifelt quälen willst. War es das denn wert? Was zur Hölle? Naja, was ist das? Oh, das kannst du nicht tun! Was hab ich dir getan? Was redest du da? Oh mein Gott, wir müssen hier abhauen! Ich verstehe einfach nicht, was los ist! Ihr seid Psychopathen! Nein, das ist verrückt, wir müssen Hilfe holen! Hallo? Leute? Hallo, Samantha. Suchst du nach mir? Wir sollten die anderen suchen. Mike und Jess vögeln sich gerade das Hirn raus und wer weiß, wo Sam ist. Ich glaube, in der Lodge. Warum diskutieren wir noch? Los jetzt! Hey, da! Feuerwachturm! Oh, Matt, was ist das? Oh, keine Ahnung. Ah. Kapitel 6. Psychose. Was hast du? Noch 5 Stunden. Bis zum Morgen. Wir sollten ruhig bleiben auf jeden Fall. Nein, 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 nein. Die werden uns wehtun. Ganz ruhig. Ganz ruhig. So geht's. Nein, nein, das machen wir nicht. Langsam. Ist okay. Komm weiter. Ist okay. Wir bleiben ruhig. Glück gehabt. Das ging ja nochmal gut. Und jetzt sind wir in der Rolle von Emily. Mal schauen. Falls wir es hinkriegen, jemanden zu erreichen, dann sagen wir brauchen Hilfe. Den Funkturm erreichen. Wir gehen zurück zur Lodge und holen die anderen. Oh Gott, nicht zur Lodge. Wir sollten hier bleiben. Für den Fall, dass die draußen uns nochmal erreichen wollen. Erst muss das Funkgerät funktionieren. Richtig. Oh, das ist verflucht grell. Ach, wirklich? Ich kann nicht sehen. Was ist das? Nur eine Sicherheitsleuchte.
Bestimmt bewegungsaktiviert. Ganz bestimmt. Jetzt bin ich mal gespannt. Kommst du? Oder kommt er nicht? Genau, lass die Axt da unten. Fast. So. Tja. Tot. Kein Strom. Ach komm schon. Ebenfalls tot. Toll. Kein Strom. Hier muss doch ein Schalter oder sowas in der Nähe sein. Gucken wir mal in diesen Raum da rein. Aha. Tada. Scheiße, ja, wer sagt's denn? Okay, ein Punkt für Matt und Emily. Dann probieren wir mal. Machen wir jetzt noch den Schrank da auf und probieren dann mal den Funktor. Den Funk aus. Sorry, Hannah. Immer noch vermisst. Heute Nacht ergibt dir Verschwinden langsam mehr Sinn. Hallo? Ist da jemand? Hallo? Bitte sagen Sie etwas, wenn Sie das hören. Bitte, wir brauchen Hilfe. Over, over. Scheiße. Hallo? Oh mein Gott. Zum Glück, wir brauchen Hilfe, bitte. Hallo, will uns jemand kontaktieren? Hier ist die Park Ranger Station von Blackwood County. Wir haben eine sehr schlechte Verbindung. Sprechen Sie bitte langsam und deutlich. Over. Bitte, 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 Hilfe. Oh mein Gott, wir sind hier am Blackwood Mountain. Und hier ist ein Psychopath. Bitte mich hören. Wiederholen Sie Ihre Nachricht. Es war nicht möglich zu verstehen, was Sie sagen. Wir brauchen Hilfe, bitte. Hallo? Können Sie sich bitte identifizieren, Over. Oh mein Gott, okay. Hier ist... Mein Name ist Emily. Hallo? Ich empfange Sie nicht deutlich. Bitte wiederholen. Over.
Wir sind am Blackwood Mountain bei der Ski-Lodge. Hier ist ein Killer, er ist hinter uns her und er hat unseren Freund umgebracht. Oh Gott, bitte, Hilfe, Sie müssen uns helfen. Warum war das klar? Bestimmt ein Scheiß. Hören Sie mal. Bitte bleiben Sie auf Position. Wir schicken die Hubschrauber, die Sie da rausholen, sobald der Sturm sich gelegt hat. Was? Wann? Wie lange? Morgen. So früh es geht. Nicht vor dem Morgen. Scheiße! Danke. Na super. Hat sie mir überlebt. Verdammt! Verdammt! Matt! Oh Gott, Matt! Hilf mir bitte! Ich komme! Ich komme! Das Ding ist echt verdammt wackelig! Du musst etwas unternehmen, sofort! Worauf wartest du? Ich denke nach! Lass mich nachdenken! Denk nicht, du Idiot! Hol mich einfach hier runter! Nee, wir haben keine Zeit jetzt, Emily, solche Themen Angst. Anzusprechen. Du musst dich beruhigen! Alles wird gut! Ach, hör auf zu labern! Ich halte es nicht mehr aus! Hör auf, mich anzubrüllen und lass mich einfach machen, okay? Nein, hör du auf! Wieso musst du jedes Wort hinterfragen? Ich bin das sowas von leid! Ach, egal, sarkastisch. Was immer du sagst, Prinzessin! Jetzt hol mich bitte von diesem gottverdammten Turm! Bitte, 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 Matt, tu endlich was! Ich komme! Hier! Ach, verdammt. Oh, shit. Matt! Es darf nicht kippen. Wie sollen wir sie retten? Aber wir probieren es nochmal. Scheiße! Komm schon! Emily! Fuck. Sind wir Emily los? Oh Gott. Aber wir haben es immerhin versucht. Emily! Emily!
Aber ich denke, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um diesen Part hier zu beenden. Wir sehen uns dann in der nächsten Episode von Let's Play Until Dawn. Ciao.